Der 19-jährige niederösterreichische Staatsangehörige Staatsbürger hat Anfang Juli einen Treueschwur auf den aktuellen Anführer des IS geleistet. In der Folge haben die Beschuldigten konkrete Vorbereitungshandlungen zu einem terroristischen Anschlag getroffen. Aufgrund des Verdachtes, dass sich Sprengstoff am Wohnort des Verdächtigen in Ternitz befindet, wurde der Entschärfungsdienst der Direktion für Spezialeinheiten hinzugezogen. Die Hausdurchsuchung dauert noch an. Die sichergestellten Gegenstände werden aktuell einer Auswertung unterzogen. Wir gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass das Ziel des Anschlags Veranstaltungen im Großraum Wien waren. Der Landespolizeipräsident Wien mit der Landespolizeidirektion wurde beauftragt, sämtliche polizeiliche Maßnahmen und Vorkehrungen zu treffen, damit alle Veranstaltungen der kommenden Tage und bis zum Abschluss der Ermittlungen hin sicher über die Bühne gehen können. Insbesondere werden die polizeilichen Maßnahmen bei dem aktuell heranstehenden Taylor Swift-Konzerten erhöht.